blauen Bock beim Äpfelwein. Die Karnevalssendungen des Blauen Bock waren aufwendiger und auch ausgelassener als die regulären. Und sie wurden aus den großen Hallen des Landes gesendet. So viel Spaß gehabt. Und das Schönste dabei waren die Proben da vorher und so. Die Sendung stand da wie eins und dann nachher mal alle, wow, war herrlich in Rhein-Main-Halle. Die hat's gekocht. Naja. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Lied von ganz allein. So singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist doch legitim, um Himmels Willen. Man darf doch niemanden kritisieren, der dazu beiträgt, dass das bisschen Stimmung ins Leben kommt. Komm, gib mir deine Hand, denn heute feiern wir sind so froh gelaunt und haben den Grund dafür. Alle Jahre wieder, bei der Fastnacht gab er mir die Ehre. Da durfte ich also immer dann im Blauen Bock mitmachen und Schenk hatte natürlich dann auch die tollsten Ideen. Heute trifft sich Köln, heute trifft sich Mainz, mit Liedern, die uns gut bekannt. Da hat er Mainz und Köln gegenübergestellt, aber musikalisch. Auch das war, fand ich, eine super Idee vom Heinz Schenk. Wir schenken der Aleppa Blönscher. Mich gelle gern, gelle ich dich auch. Und gelle, wann ich lache, du, gell, dann lachst du auch. Wenn die Welt mir Böses bringt, gell, dann bitte ich dich. Gell, du lässt mich nicht, gell, du lässt mich nicht, gell, du lässt mich nicht im Stich. Warum muss Aschermittwoch immer alles vorbei? Prinzessin Lia, die Erste, und Prinz Reno, den 68. Bitte! Naja, was soufflieren Sie dann jetzt nicht? Wo waren wir stehen geblieben? Auf meiner Schlepphochgott, Herr Nonsens, wann ich gewusst hätte, wie ich, darf ich Sie sich anstellen, hätte ich aber doch als Prinz der Herr Schenk genommen. Er hätte bei Ihnen auch nirgends woanders nicht reden können. Gut, machen wir's kurz. Holdenerinnen, Holdenacher Lesen, ich begrüße Sie mit einem heftigen Hello! 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 Fanfaren! Fanfare! Abgang! Natürlich wollte Heinz Schenk gerne eine Büttenrede halten. Er hatte nämlich jedes Jahr eine neue und im Übrigen sehr gute geschrieben. Aber er ließ sich immer gerne von Lia Wöhr in die Bütt hinein komplimentieren. Herr Schenk, es ist wieder soweit. Kommen Sie. Was war? Gehen Sie nicht so weit. Gucken Sie mal, was ich hier Schönes hab. Bitte, dann ja, gehe ich gleich kommen wieder. Sie, da gehen Sie jetzt rein, Halterett. Nee, nicht schon wieder. Ich habe letztes Jahr erst eine Herr Halle. Schenk, ist jedes Jahr Tradition. Bitterett, kommen Sie, gehen Sie, fangen Sie an. Eine Büttenrede. Also. Die allererste, an die ich mich erinnern kann, das ist tatsächlich meine erste Erinnerung an den Blauen Bock, ist, wie man's macht, man macht's verkehrt. Und das war 1972. Bin ich gegen Subventionen, tut kein Bauer mehr mich schonen, Alter, wenn die kleinsten Eier auf der Stelle für mich sehr teuer. Bin ich gegen Schwiegermütter, find mein eigenes das bitte. Bin ich aber mal dafür, bleibt sie 14 Jahre bei mir. Wenn sie sowas Liebes hört, wie man es möchte.
Das war ein geflügeltes Wort in unserer Familie im Übrigen, über Jahre. Wenn mein Vater irgendeinen Blödsinn gemacht hat oder ich oder mein Großvater, kann ich mich gut erinnern, irgendeiner hat dann immer gesagt, wie man es macht, man macht's verkehrt. Eine Büttenrede, die mir besonders gut gefallen hat und die mir heute noch in Erinnerung ist, ist die von einer Urlaubsreise. Und da kam dieser herrliche Satz drin vor, hätte mir selbst eine Cut geschrieben, wäre mir bloß daheim geblieben. Und das ist einfach so was Witziges. Und wenn ich irgendwo mal in einer Situation bin, dass ich denke, ach, hier kommt ein Problem, sag ich mir, wäre mir bloß daheim geblieben. Und die Leute wissen nie, wen ich zitiere, aber ich weiß schon, dank Heinz Schenk war ich mal wieder witzig. Noch ein Ritual zur Fasenacht. Ernst Hilbig mit Karneval in Knieritz an der Knatter. Das parodistische Meisterstück wurde Jahr für Jahr mit neuem Text und in neuen Kostümen vorgetragen. Es war jedes Mal, waren es 6 neue Strophen und mit dem nun gut eingeführten und inzwischen doch erfolgreichen Refrain. Heute ist Karneval in Knieritz an der Knatter. Da ist Sturm, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval in Knieritz an der Knatter. Nächstens Ernst, der erste Grüß als General. Jedes Mal hat er mir eine andere Figur geschrieben. Aber er war also jedes Mal wieder aus Knieritz an der Knatter. Kann mir jemand sagen, wo Knieritz liegt oder wo die Knatter fließt? Ich weiß es nicht. Für uns war das nur eben ein verballhorntes weit hinterm Mond. Das war ein absoluter Highpoint gewesen, wenn der da kam mit seiner Scheppe Mütz. Oh, 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 oh. Heute ist Karneval in Knieritz an der Knatter. Da herrscht Stimmung, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval in Knieritz an der Knatter. Auch mit leerer Kasse feiern wir nochmal. Also das Finale in den Karnevalssendungen zeichnete sich gerne dadurch aus, dass es noch etwas opulenter war als in den normalen blauen Böcken. Da liefen nämlich sämtliche Mitwirkenden quer durch die Gänge durch den Saal und liefen auf eine große Tribüne zu, an der zum Schluss alle sangen, sozusagen unter der Leitung von Jupp Schmitz, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und da hat mein Großvater selig immer geweint. Einmal im Jahr hat er geweint bei Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und dass die Leute durch den Saal gelaufen sind, ist eine Erfindung vom Blauen Bock, wurde gerne nachgemacht im Musikantenstadel. Damit Sie jetzt alle wissen, wo Heiliger liegt, haben wir hier das. Der Blaue Bock war eine Live-Sendung. Wenn etwas schief ging, dann konnte man nichts mehr daran ändern. Hier einige der schönsten Pannen. Dass Heiger hier im Dillkreis liegt, das weiß nun jedermann. Drum sehen wir uns jetzt die Stadt in bunten Bildern an. Das kleine Häuschen, was jetzt kommt, das sehen Sie leider nicht. Drum fang ich noch einmal jetzt an mit meinem Gedicht. Drum fang ich jetzt noch mal an mit meinem Gedicht. Moment, Meister, Moment, Dankeschön. Nein, entschuldigen Sie, dass ich es noch einmal mache. Das hat sich irgendwie was verklemmt. Heiger hängt irgendwie fest und wir wollen das. So geht's besser, wunderbar. Jetzt machen wir es noch mal. Bitte von vorn, Meister. Bitte um Entschuldigung. Dass Heiger hier im Dillkreis liegt, das weiß nun jedermann. Drum sehen wir uns nun die Stadt in bunten Bildern an. In dem Moment, wo die Panne passiert, da wird man ja eigentlich erst zur Höchstform aufgerufen. Ja, dann muss man in Sekundenschnelle überlegen, wie kriege ich das Ding hin? Ja, und dann zeigt sich überhaupt erst, ob ein Moderator ein guter Moderator ist.